Was für ein außergewöhnliches Naturerlebnis, auch wenn es einen traurigen Hintergrund hat, denn der Hauptdarsteller, ein europäischer Stör, ist leider tot. Dennoch. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res mit einem Beitrag aus Natur und Landwirtschaft. Ich bin rein zufällig bei Facebook bei einem Bekannten über die Bilder gestolpert und war sofort so fasziniert, dass ich das Profil des Fotografen aufgesucht habe. Dort erfuhr ich dann Näheres. Also das Tier, dieser tote Stör, wurde offenbar am 1. August am Elbestrand bei Blankenese angespült. Und von der Polizei gesichert und ist jetzt auch natürlich zur weiteren Untersuchung an ein naturwissenschaftliches Institut weitergegeben worden. Der Fotograf, das Profil eines ja, für mich nur als DJ Raven aus Hamburg erkennbar, beschrieb den Stör als bis zu 1,20 Meter lang. Und offenbar nicht gechippt, wie er von der Polizei erfahren haben will. Das würde bedeuten, dass er entweder eine natürliche Nachzucht aus den seit etwa, da gibt es unterschiedliche Angaben, also 2006 war die erste Erwähnung, 2010 ist das Ganze dann wahrscheinlich etwas offizieller mit Programm und so weiter gemacht worden. Also sage ich, ab etwa 2006 wieder in den Elboberläufen ausgesetzten Jungstören oder aber ein zugewanderter Wildstör aus der einzigen noch reproduzierenden Population in Europa in der französischen Gironde. Die Nachweislage über adulte Störe, die frühestens mit dem Erreichen der Geschlechtsreife nach etwa 7 oder eher jedoch nach 16 Jahren wieder in den Ableichfluss zurückkehren, ist ausgesprochen dünn. 2020, 2021 konnten in der Elbe gerade mal 6 geschlechtsreife Rückwanderer nachgewiesen werden. Normalerweise verbleiben Jungfische zumindest zumeist 4 Jahre im Süßwasser ihres Geburtsgewässers und ziehen erst dann langsam wieder in Nord- und Ostsee bzw. in den Nordostatlantik. Und ja, wenn man bedenkt, dass europäische Störe bis zu 5 Meter lang und bis zu 600 Kilogramm schwer und bis zu also nachgewiesenermaßen 100 Jahre alt werden können, und dass sie bis in die 70er Jahre zu Zehntausenden aus mitteleuropäischen Flüssen gefangen werden konnten, dann ist es eigentlich ja traurig, dass ein solcher Fund jetzt eine absolute Seltenheit ist und die Tiere massiv vom Aussterben bedroht sind. Dabei sind diese inzwischen seltenen Knochenfische eine faszinierend urtümliche und alte Fischart. Also, ich fände es schön, wenn dieser Stör am Elbufer, obwohl er tot ist, ein Nachweis einer gelungenen Nachzucht und Wiederansiedlung ist. Immerhin sind von den Stören aus der Vergangenheit Laichzüge von bis zu 1000 Kilometern, beispielsweise im Rhein hinauf bis nach Basel dokumentiert. Ich würde mich freuen, wenn in Zukunft ich mal die Chance hätte, einer dieser faszinierenden Seltenheiten begegnen zu dürfen. Und dieses Mal habe ich ehrlich gesagt keinerlei Bedürfnis, ihn auf den Teller zu bekommen. Ich danke Ihnen, dass Sie auch diese Woche dabei waren bei einem Beitrag aus Natur und Landwirtschaft. Wenn es Ihnen zugesagt hat, dann lassen Sie mir gerne ein Like da. Teilen Sie mir bitte Ihre Meinung in den Kommentaren mit.
Abonnieren Sie bitte unseren Kanal und schauen Sie auch in unsere anderen Angebote rein. Bis zum nächsten Mal bei Medias in Res. Servus.